So, und Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Decke The Legends. Und jetzt, Leute, hier bitteschön, gibt's einmal voll auf Ohren. Bitteschön, jetzt ist wieder Musik angesagt. Wir sind hier in, wie gesagt, Decke The Legends. Und ihr seht übrigens, schaut mal, richtig, wir haben gerade mal 20 FPS. Und das finde ich relativ schade. Was machen wir jetzt eigentlich? Es ist eigentlich geplant, so ein bisschen hier unten so ein klein bisschen was auszubauen. Na, sag mal, hier unten soll ja die Produktionsstätte hin. Damit ich hier unten bei der Produktionsstätte einfach den ganzen Krams baue. Was ich übrigens auch machen möchte, der hier oben verschwindet. Der hier, der verschwindet. Der kommt nach unten. Und zwar weit nach unten. Ne? Das da ist ja nicht die letzte Etage jetzt. Ne? Also da kommt noch ordentlich was. Also ich habe mich übrigens auch entschieden, ich werde hier auf der Seite auch noch bauen. Also da wird noch einiges auf uns zukommen. Besonders im Laufe des Projektes, weil ich möchte in den nächsten Folgen jetzt endlich mal Zuschauer dazu holen. Damit auch mal ein paar Zuschauer mitspielen. Weil so allein, das wird doch mit der Zeit langweilig. Und genau deshalb will ich Zuschauer dabei haben. Geht das so? Jawohl, das sollte so passen. Schauen wir mal, wie hoch wir müssen. Das reicht optimal. Ne, das muss bleiben. Den hier. Mein Bruder ist gerade in Uplay gegangen. Okay, das ist Dirt. Das ist Erde. Aber ich habe ja meine Schaufel mit dabei. Am Stissel. Jawohl, das sollte eigentlich so reichen. Jawohl. Optimal. Das passt ja perfekt. Geil. So, dann haben wir diese Seite auch mal so ein bisschen weiter gemacht. Ich möchte natürlich unter der Treppe, gehen wir ja jetzt durch. Das heißt, hier ist die Treppe. Das heißt, das wird auch bleiben. Das heißt, wir gehen noch in die Richtung. Und wir gehen noch in die Richtung hier. Also da gehen wir jetzt auch noch rum. Das heißt, hier bauen wir auch noch mal aus. Mal hier unser Iron Hoe. Ich brauche aber die Iron Pigge. Naja. Ist ja jetzt auch wurscht, was haben wir denn? Hier ist das etwa Tin? Jawollo! Ich glaube, in Tekkit Legends gab es kein ME-System. Glaube ich mal. Ich glaube, hier gab es kein ME-System. Lass mal kurz schauen. ME. Gab es da hier was? T? Nein, es gab kein ME-System. Finde ich persönlich schade. Aber. Leute. Mal wieder ohne ME-System zu spielen, ist wieder was Neues. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit dem ME-System gespielt. Ich habe die ganze Zeit an Modpacks gespielt, wo wirklich automatisierte Lagerung war. Natürlich können wir jetzt auch wieder automatisiert lagern. Ganz klar. Aber wir müssen halt auch immer die Kisten wieder leeren. Wir müssen sie halt volllaufen anschließen. Wir müssen sie leeren von alleine. Nicht komplett die Automatik, das geht nicht. Obwohl, wir könnten ja komplett Auto-Crafting machen. Das wird dauert direkt die ganzen Items für ballern. Aber ich glaube, das ist auch nicht das Optimale, was wir wollen. Wir wollen schon wirklich was übrig haben. Mal hier, wir müssen noch in die Richtung, müssen wir noch richtig rein. Ich guck mal gerade, wie weit das hier ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, hier müssen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten müssen wir hin. Da wird die Amethyst-Spitzhacke nicht mehr ausreichen. Aber Leute. Ich bin einfach froh, wenn es hier weitergeht, endlich in dem Projekt. Und komm mal, die FPS stabilisieren sich so ganz langsam. Ich habe hier die ganze Zeit Schwankungen drin. Naja, das haben wir so langsam im Griff. Ich hoffe wirklich, die Schwankungen gehen bald weg. Weil das nervt mit der Zeit, die ganzen Schwankungen. Und wenn ich die weiterhin habe, das ist nervig. Wie gesagt, das ist mit der Zeit richtig nervig. Wenn du die ganze Zeit FPS-Schwankungen hast. Und wir werden auf jeden Fall keine Cobblestone-Probleme haben in nächster Zeit. Weil in nächster Zeit, wir haben so viel Cobblestone gefarmt. Leute, jetzt durch den Ausbau, durch den Wohnungsbau vor allem, haben wir so viel Cobblestone gefarmt. Alter Falter, also da gibt's wirklich Hammer. Da haben wir richtig viel. Wir haben einiges jetzt wirklich auf Lager. Ihr seht's ja schon. Oh, das wird nicht ganz mehr reichen. Guck mal gleich auf die Haltbarkeit. Mama, steht keine dabei. Okay, aber ich glaube, diese 12 hier wird es nicht mehr schaffen. Please, 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 please.
Oh, das hat noch gepasst. Sehr schön. Sehr schön. So, aber ihr seht, der Raum geht so langsam in die Größe. Das gefällt mir schon mal. Hier möchte ich übrigens noch den Boden machen, komplett aus Marble, genauso wie da unten. Und die Eichenholzwände natürlich. So, die Kiste ist voll. Ihr seht, Cobblestone haben wir. No problem. So, jetzt muss ich mal kurz bewegen. Ich sehe gerade, das Licht ist ein bisschen kacke, warte mal. Ha! Super! So, das Licht ist schon mal ein bisschen besser jetzt, ne? So wie es sein soll. Also, optimal, perfektes Licht. Oben haben wir noch Kupfer. Das heißt für uns wahrscheinlich wieder Marble Farm gehen. Limestone haben wir hier. X Millionen Stück. Wir haben X Millionen Holz. Oh, mein Bruder spielt Rayman Legends. Okay. Algen. Was will ich mit Algen hier? Mal ehrlich. Was will ich hier mit Algen? Oh, wir haben hier noch Orkwood. Oh, wir haben Orkwood bis zum Davonrennen. Also, wir brauchen Sticks. Haben wir irgendwo noch Holz? Ich meine Bretter. Nö, so wie es aussieht, nicht. Ah, guck mal, da ist ja noch eine Kiste. Da war doch noch was drin. Haha, ich bin ja nicht doof. So, einfach mal alles reingekegelt. Was nicht nied- und nagelfest ist. Und da oben war das Holz. Genau. So, Kohle, die schmeißen wir mal darüber. Ne, halt, was ist denn das? Habe ich die Kohle im Inventar gehabt? Nö, okay. Gut, dann hat sich das jetzt auch schon geklärt. Hier sind ja die ganzen Erze drin. Jetzt meine Frage, was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, eine Eisenpicke. Hauen wir mal hier durch. So, zack. Hopp. Und hopp. Das ist eine Eisenpicke für uns jetzt. Und geplant ist, dass wir jetzt Marble farmen gehen. Also Marmor sozusagen. Ist jetzt geplant, dass wir das mal farmen gehen. Machen wir auch. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo finde ich hier... Slimy! Hinten hüpft ein Slimy. Hier sind ein paar Schafe. Alles tutti. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ist das schon Marble? Ne, das ist Limestone. Ich brauche Marble. Guck mal, das ist ein kleiner Slimy. Der muss ich, glaube ich, töten. Den muss ich töten. So, gucken wir mal, war hier drin Marble? Ich glaube, hier drin war Marble, ne? Ne, das war alles... Doch, hier war doch. Ah, ich bin ja nicht doof, aber jetzt doch bin ich. Weil ich habe die Fackel oben gelassen. Ja moin, das heißt umdrehen. Wie kam ich denn hier jetzt nochmal raus? Ah, hier. Nochmal nach Hause, schlafen gehen, Fackel holen und dann geht's runter Marble Farm. Weil da brauchen wir noch ordentlich was, bis wir unser Haus komplett fertig haben. Da brauchen wir noch ordentlich Marble. Wir brauchen sogar mehr Marble als mehr. Und dieses mehr als mehr versuchen wir jetzt ranzuholen. Zack. Mama, das ist alles schon wieder optimale Musik. Sehr schön. Puzzle Retro Vision. Super geil. Sehr geiles Lied. Auf Spotify ist das jetzt gerade, was ich alles höre. Nicht mehr auf YouTube. Ich höre jetzt nochmal wieder über Spotify. So, und jetzt Fackeln. Hexe. Oh, geil, Glasflaschen. Gratisflaschen, okay, das ist geil. Und einmal Klappe zu. Ist das geil, ey. Ich habe kurz überlegt, das als Intro-Musik zu nehmen. Aber ob ich das nehmen soll, ich habe ein bisschen... Schwankt, weil das ist irgendwie nicht so mein Musikstil. Deshalb habe ich ein bisschen geschwankt, ob das meine Musik werden soll oder nicht. Aber letztendlich ist es nicht geworden. So, machen wir hier ein bisschen Lights. Hier, das ist schon wieder Limestone, gell? Okay, hier kann er von mir aus hochgehen. Das ist schon wieder Limestone. Okay, also sind wir nur hier vorne im Ansatz. Hier einmal alles abbauen. Wow. Ein Marvel haben wir noch bekommen. Einen ganzen Marble haben wir hier noch rausbekommen. Alter, das Lied ist so geil. Ne, das ist wirklich geil. Da bin ich jetzt einfach kurz davor zu sagen, ich mach mal gerade mal hier den da. Obwohl, das kann die Lautstärke eigentlich bleiben, denke ich. Obwohl, machen wir noch einen kleinen Tacken mehr, weil die Musik einfach geil ist.
Deshalb machen wir einfach mal einen Tacken mehr. Und Leute, was merkt ihr noch? Wir haben stabile FPS. Ich habe mich ja damals beschwert, dass wir instabile FPS haben in dem Vanilla. Fragt mich nicht, warum ich in Minecraft Vanilla so mega instabile FPS habe. Ich habe wirklich mega instabile. Und jetzt hier auf einmal spielen Modpack. Bup, geht! Ohne jeden Mucks. Und ich habe ja auch eigentlich, sagen wir mal so, knapp genug FPS, um das flüssig hier zu spielen. Aber Leute, das stört mich gar nicht. Das stört mich überhaupt nicht, dass wir hier nur gerade so die FPS haben, um spielen zu können. Mir geht es einfach darum, damit ich hier Spaß habe. Vor allem, dass auch Leute hier mitspielt, ne? Wenn ihr wollt, ihr dürft einfach drauf joinen. Server-IP ist in der Beschreibung. Einfach dazu joinen. Ich sehe es ja, wer dann kommt. Ich sehe, wer kommt. Einfach drauf joinen, einfach mitzocken. Allerdings möchte ich eine Sache klarstellen. Trollen, okay. Aber es sollte jetzt nicht große Schaden sein, was andere bekommen, ne? Das sollte es jetzt nicht sein. Also so kleinere Trolls von mir aus, aber jetzt keine 10.000 XXXXXL Trolls, wo mein ganzer Server gesprengt wird oder so. Das jetzt nicht. Aber warte mal kurz. Ich fahre die Musik ein bisschen leiser, damit man mich auch noch mal hört. Also, wie gesagt, von mir aus Troll, ja, von mir aus, aber keine Trolls, wo eine ganz harte Arbeit einfach zunichte gemacht wird. Das will ich nicht, der, wenn das macht, fliegt instant vom Server, weil sowas will ich nicht. Und dem, der das widerfährt übrigens, bekommt von mir das Zeug alles wieder, was kaputt geht. Der bekommt das dann von mir wieder. Aber, wie gesagt, aber aufnehmen würde ich auch gerne mal mit Zuschauer. Aber halt, ich habe eine Regel, das ist Regel Nummer 8. Müsste das auf meinem Discord sein, da steht's drin. Ich kann ja auch nochmal, ne, Discord habe ich gerade aus. Aber das müsste die Regel Nummer 8 sein, da steht drin, wenn ihr mit in die Aufnahme wollt, bitte Minimum 14 sein. Bevor es kommt, hey, du nimmst mit kleinen Kindern auf und sowas. Mit Kiddies und so weiter und dann, dass ich jetzt so Kind, keine Ahnung was wäre. Nein, deshalb habe ich gemacht mindestens 14, weil die wissen schon langsam, was sie machen. Denke ich mal. Aber laut Analyse sind meine Zuschauer das muss ich jetzt sagen, zwischen 20 und, was soll ich sagen? Achso, zwischen, lass mich gerade mal kurz denken, zwischen 18 und 24, laut YouTube-Analyse. Seid ihr alle zwischen 18 und 24 Jahre dazwischen drin? Das ist YouTube-Analyse. Ich verlasse mich aber nicht so wirklich darauf. Ich verlasse mich lieber auf mein Gefühl und tippe auf jünger. Ich tippe auf jünger. Ich tippe auf 12 bis 18. Da tippe ich drauf, dass ihr so zwischen 12 bis 18 seid. Also ich tippe da nur drauf. Kann sein, damit die Analyse recht hat. Kann auch sein, damit sie mich anlügen. Ich tippe auf 12 bis 18. Ich kann es nicht genau sagen. Aber so wirklich auf die Analyse kann ich mich nicht verlassen, weil die hat mich schon mal verarscht. Ja? In Sachen Views, da hat die mich schon mal richtig übers Ohr gehauen. Aber mal so richtig, richtig. Und nein, es war nicht der 1. April, wo ich übers Ohr gehauen wurde. Oha. Gerade massive Lags gehabt. Gucken wir mal, wie das hier aussieht mit dem Marble-Boden. Weil dieses Stockwerk kriege ich jetzt gerade mal fertig. Zumindest das hier alles. Ich kann das da unten, glaube ich, wegmachen, ohne damit es da auseinanderfällt. Jawohl. Dann wird das Tor halt eins länger. Ja. Oh, ich muss die Tore dann abbauen. Einer bauen wir sie halt ab. Zack, zack, zack. Und dann hängen sie auch wieder dran. Zack, zack, zack. Oh, jetzt kommt wieder Kack-Werbung. So, muss ich kurz muten. Sorry. Ich hasse das. Ich habe ja kein Spotify Premium. Werde ich mir auch nicht holen. Weil ich finde, das ist einfach nur reine Geldmacherei und... Alter, jetzt laggt's aber hier. Ich finde persönlich, dass Spotify Premium einfach nur Geldmacherei ist. Ich will Spotify jetzt nicht schlecht reden, ne? Die sind gar nicht so schlecht. Aber ich persönlich finde, dass das Premium einfach unnötig ist. Weil, wow, ein bisschen Werbung weg. Okay, was ist jetzt daran so schön? Muss ich mal kurz hier machen. Den da, okay, jetzt kommt weiter Werbung.
Das ist ein weiterer Negativpunkt. Das muss ich jetzt sagen. Es kommt viel zu viel Werbung. Viel zu viel. Das ist jetzt die dritte 30 Sekunden Werbung hintereinander. Das ist viel zu viel. Leute, das ist einfach viel zu viel. Also für mich ist das zu viel. So. Leck. Ich läge mich die Folge entlang. Ich guck mal gerade, was die Aufnahmezeit hat. 15 Minuten. Ich guck mal gerade, ob ich weiter Feuer geben kann. Jetzt kann ich weiter Musik geben. Mama. Das ist nochmal besser so. So, ein bisschen Musik, ein bisschen Lautstärke kann nicht schaden. So, die erste Etage haben wir finito. Machen wir mal hier weiter. Stack 16 sollte ja hier reichen. Habe ich was mit dem Limestone vor? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich was mit dem Limestone hier vorhab. Es kann sein, damit ich was vorhabe. Es kann sein, damit irgendwann was kommt mit Limestone. Aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher, hier kommt kein Limestone. Übrigens, Leute, werde ich hier was Neues einführen. Das werde ich bestimmt schon länger eingeführt haben, weil ich jetzt gerade auf die Idee komme, ich ja extrem vorproduziere. Aber die Idee, was ich jetzt hatte, die Blitzidee, war, dass ich nebenbei immer Facebook laufen habe. Und dann könnt ihr mir auf Facebook Nachrichten schreiben. Und ich lese die dann vor. Eure Fragen, eure Ideen werden dann einfach mal vorgelesen auf Facebook. Wer Facebook hat, ich habe leider kein Twitter. Ich habe zwar noch Instagram, aber da bin ich sehr, sehr selten bis gar nicht aktiv. Also da bin ich wirklich vielleicht einmal in einem Jahrtausend drin. Aber da könnt ihr von mir aus auch schreiben. Gucke ich auch mal einen Tag öfter rein. So, jetzt haben wir hier oben fertig. Jetzt machen wir noch die Decke dann aus Marble und die Wände aus Eichenholz. Davon haben wir jetzt genug. Wir können ja mal gucken, wie das aussehen würde mit Eichenholz hier an der Wand. Wo haben wir denn unsere Hölzchen da? Ich nehme mal nur 32 mit. Zack. Gucken wir mal, wie das aussieht hier. Ich mach mal nur diese Wand. Ich guck mal, wie weit ich hier komme mit der Pickaxe. Und dann machen wir genau dieses Abteil, was wir hier mit der Pickaxe frei bekommen. Gerade mal mit Holz zu. Und gucken wir mal. Okay, das war's hier schon. Ja, wir haben immer noch Copper Cable. Ich habe sonst keine Pickaxe auf Lager. Das kann doch nicht sein. Echt nichts mehr. Doch. Haha, ich wusste es. Ich habe doch noch was auf Lager. So, können wir hier die ganze Wand wegmachen, hoffe ich doch. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Yo, das wird die ganze Wand sein, die wegkommt. Zack, ist die ganze Wand weg. Und jetzt schauen wir mal, wie das aussieht. Gucken wir mal. Zack, 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 zack. Oh, den haben wir mal wieder drin. Hier ist 4 hoch. Ab unten ist es nur 3 hoch. So. So sieht das dann aus mit dem Marble-Holzwand. Ich find's okay. Ich find's okay. Na, wenn man sich das mal so anguckt. Okay. Also ich find's okay. Na, wenn man sich das jetzt mal so anguckt. Was sagt ihr? Schreibt's drunter. Ich find's okay. Ich sag mal so. Ich würde so lassen. Weil ich finde, das hat irgendwie so eine Kombi, so Altholz auf modernen Boden. Das hat irgendwie so. So ein. Ihr wisst, was ich meine. Mir kommt gerade ein Wort nicht in den Mund rein. Was ich gerade sagen wollte. So, hier kriegen wir bestimmt auch noch weg. Dann können wir hier das gleich mitmachen. Nummer 8. Moment, das ist keine Werbung. Alles gut. Mal wieder mal rausgehen, weil ich habe immer Angst, dass dann eine Werbung kommt und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Mal hier, so sieht das dann aus. Das ist jetzt wirklich so eine Ecke. Hier oben könnte ich jetzt noch schnell die Ecke fertig machen, aber das lassen wir mal sein. So sieht das dann aus. Natürlich wird das hier noch ausgebaut, keine Frage. Aber das ist jetzt mal das Provisorium, wie es aussehen soll. Und ich hoffe ganz ehrlich, euch gefällt es. Jetzt mache ich den Minecraft-Launcher an, wollte ich gar nicht. Also ich meine den normalen Minecraft-Launcher. Aus! Und ich hoffe wirklich, euch gefällt es genauso gut wie mir. Bei mir gefällt es richtig geil, wie das im Moment aussieht. Jetzt legen wir uns mal hin. Hier, guck mal hier, den Boden.
Jo, das erste Zimmer, was also fertig gemacht wird, ist auf jeden Fall das Schlafzimmer. Das wird auf jeden Fall fertig gemacht. Das erste Zimmer. Das hier. Auf jeden. Das heißt, hier kommt auch noch Holzwand hin. Hier kommt Holzwand. Hier kommt Holzwand. Hier kommt Marbeldecke. Wer weiß, was noch nach oben kommt. Hier kommt auf jeden Fall noch ein. Eventuell. Das kann ich nicht auf jeden Fall sagen. Eventuell ist das sogar das oberste Geschoss hier mit dem Eingang. Gucken wir nochmal, wie weit hoch ich kann. Wir sind so hoch wie das Tor. Doch, da kann auf jeden Fall noch was hoch, aber ob ich hochgehe, meine Sache. Das weiß ich nicht, ob ich hier hochgehe. Ich kann mir das ruhig jetzt nochmal angucken. Mama, ich kann noch nach oben. Ich kann eine Etage hoch und das sicher. Aber möchte ich das überhaupt? Ich nehme mir angepflanzt. Ups. Also jetzt wirklich die große Frage. Möchte ich das überhaupt? Die eine Etage nochmal hochbauen. Wenn das wieder 80 Millionen Erde gibt, ich brauche das ja nicht. Naja, das sehen wir aber erstmal im Laufe der nächsten Folgen. Und dann sage ich mal, sehen wir uns nach dem Minicut gleich wieder.